Ja, Wolfram, danke. Ich würde gerne folgende vorschlagen. Ich fange an in Deutsch. Wenn es nicht weitergeht, wird es Englisch. Und wenn es sonst nicht weitergeht, fange ich einfach in Holländisch. Wenn man eine Präsentation gemacht hat, zusammen mit Mike, und hört dann die erste Sprecher, dann denkt man immer, oh, das hätte ich auch sagen können und ich hatte es jetzt was anderes. Also Sie werden merken, dass bestimmte Sachen wieder das ein bisschen dasselbe, das Gleiche sind. Und, aber ich denke, da ist noch was dazu zu sagen. Die Übersicht von meiner Präsentation ist in Vieren. Und ich würde gerne anfangen mit, was bedeutet die digitalen Geisteswissenschaften? Ich hoffe, dass Sie das alles schon wissen. Und wenn nicht, ich kann es Ihnen auch nicht leicht erklären. Ich muss es aber ganz kurz erklären. Ich würde eine kleine Probe da hinstellen und Sie müssen dann mal sehen, was Sie damit machen. Dann werde ich etwas über Daria EU erzählen und dann die Beziehung zwischen Daria.de und Daria EU. Es ist wie so eine Liebesrelation. Wir kennen einander schon Jahre. Also Menschen, die hier sind, die kenne ich schon vielleicht auch schon 10 Jahre. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass wir eine LAT-Relation haben. Und ich weiß nicht, ob Sie wissen, was eine LAT-Relation ist. Das ist Living Apart Together. Also in Holländisch ist das ganz normal. Ich habe Mike gefragt und in Englisch auch, aber in Deutsch vielleicht nicht. Aber wir haben was miteinander, aber wir wohnen noch nicht in demselben Haus. Und ich hoffe, dass nach dieser Lesung, dass wir auch uns entscheiden dafür, dass wir auch im selben Haus gehen. Und da habe ich einen kleinen Blick auf eine Zukunft der Nachhaltigkeit. Also digitale Geisteswissenschaften. Das hier ist aus einer Broschüre Digitale Geisteswissenschaften und da ist was fett gemacht und ich habe auch einige Wörter habe ich rot gemacht. Also die digitale Geisteswissenschaften versuchen die Prozesse der Gewinnung und Vermittlung neues Wissen unter den Bedingungen einer digitalen Arbeits- und Medienwelt weiter zu entwickeln. Also die Prozesse entwickeln, das ist, wo wir jetzt sind, weil wir wissen noch nicht genau, wie wir das alles tun sollen. Wir fangen einfach an, wir machen Tools, wir machen Sachen und nach 3 Jahren sagen wir, na, das war nicht gut, wir müssen das anders tun, aber wir sind im digitalen Wert, sind wir angefangen. Und wir forschen und lernen sie zum Beispiel im Bereich der Digitalisierung des Wissens und des kulturellen Erbes, der Anwendung und Weiterentwicklung von Werkzeugen, das ist eins, der Operationalisierung und Beantwortung von Forschungsfragen und der Reflexion über die methodischen und theoretischen Grundlagen der Geisteswissenschaften in einer digitalen Welt. Also hier habe ich oben angegeben, digital. Es geht also um die digitale Welt und die digitale Geisteswissenschaftenwelt. Und von dem Manifest der Digital Humanities von der Paris TED Camp, 18. und 19. Mai 2010, da habe ich gesagt, Open Data, Open Methods. Das ist auch ganz wichtig, was wir machen. Freier Zugang zu Daten und Metadaten, die Verbreitung, Umlauf und freie Veränderbarkeit von Methoden, Codes, Formaten und Recherchierergebnissen, das sind alles andere Sachen als in der analogen Welt, wo die Forscher einfach ihr eigenes Arbeitszimmer haben, Arbeitstisch und machen da ihre Recherchiersachen. Und hier im digitalen Welt wird das Freie, das Offene wird möglich. Ich kann mit einem Forscher mitgucken und ich kann fragen, warum machst du das so und warum machst du hier diese Entscheidung? Was auch wichtig ist, dass das Digitale auch eine Koexistenz von verschiedenen Methoden und Wettbewerben zugunsten von Gedanken und Praktiken möglich macht. Koexistenz. Es sind natürlich immer Schulen, verschiedene Schulen, die einander bestreiten. Es wäre so schön, es ist möglich und wir sehen, dass es kann in der digitalen Welt, dass verschiedene Methoden nebeneinander koexistieren.
Mehrsprachigkeit und Transdisziplinarität ist auch sehr wichtig. Also Open Data und Open Methods. Und dann würde ich sagen, zuletzt noch neue Methoden. Es ist nicht nur Open Methods, es gibt auch neue Methoden. Das sagt Kurt Fendt. Es ist nicht mehr so der einzelne Forscher, sondern es gibt sehr viele mehr kooperative Forschung. Es wird über die Disziplinen hinaus geforscht und auch über nationale Grenzen. Das war natürlich im Analog auch da, aber jetzt wird es in so einem großen Maßen, dass das wirklich etwas geändert hat. Es gibt neue Methoden. Daneben sehen Sie Data Visualisierung, Netzwerkanalyse etc. etc. Das sind alles Sachen, die in die digitalen Geisteswissenschaften sehr wichtig sind. Also das war sehr kurz, aber damit Sie ein bisschen die Dinge haben von digital, Open Data, Open Methods und neue Methoden. Und warum gibt es dann so etwas wie eine Infrastruktur wie Daria? Zehn Jahre her, es ist ein bisschen, es, genau wie Wolfram sagte, es war schon davor, hatten wir da schon geredet, aber 2006 war Daria erst bei der ESFRI Roadmap und da hatten wir ein EU-Projekt zwischen 2008 und 2011, Preparing Daria. Das war der Vorbereitungsphase. Und dann kam eine Periode zwischen 2011 und 2013, wo ich auch, glaube ich, zweimal hier war und immer gesagt habe, ja, wir arbeiten noch daran, wir wissen nicht genau wann. Und wir hatten auch mal so eine Zeitlinie. Und jedes Mal, wenn ich hier war, habe ich das alles ein bisschen weiter in Zukunft gedrückt. Aber letztendlich 2014 war dann die Daria ERIC gegründet. Die ERIC, ganz kurz, das ist eigentlich so eine Verabredung zwischen Gruppen international, wo das es einfach macht, in Europa zusammenarbeiten und was der EU auch unterstützt. Also ab 2014 bis 2018 sind wir in die Aufbauphase. Und 2019 und weiter, dann müssten wir eigentlich in die Umsetzungs- und Betriebsphase kommen. Das habe ich nicht erfunden, das ist von Mike. Also einige Zahlen. Wir haben eine Koordinationsstelle mit 7 Mitarbeitern und die sitzen eigentlich die haben einen Sitz in 3 Büros in 2 Mitgliedstaaten. Wir sind in Berlin, Göttingen und Den Haag. Daria hat 17 Mitglieder, ganz klein, von Malta bis groß Deutschland. Dann gibt es noch Kooperationspartner, assoziierte Organisationen, verbundene Projekte und die Kandidatenländer. Wir haben noch 3 Kandidatenländer. Vielleicht das Wichtigste, wo ich auch ein klein bisschen was von erzähle, sind die Arbeitsgruppen. Wir haben jetzt 17 Working Groups und das hat damit zu machen, dass die Idee, dass Daria versucht, nicht von oben auf etwas nach unten zu drücken, eine Infrastruktur hier bedenken und dann niederlassen, aber von unten Fragen an die Forscher und an Leute, die interessiert sind, was sind dann ihre Ideen, wo sind dann ihre Themas und bilden Sie doch bitte eine Working Group. Und das hat dann in einem Jahr hat das 17 verschiedene Working Groups gegeben. Letztendlich, da sind wir mit angefangen, 4 virtuellen Kompetenzzentrum. Das sind die VCCs, die Virtual Competency Center. Und die sind eigentlich so ein bisschen ähnlich wie im Anfang Daria.de das auch aufgebaut hat. Das war die Infrastruktur, die Lehre und Forschung, die Forschungsdaten. Und dann hatten wir noch was, jetzt muss ich von Englisch in Deutsch eben, wie heißt das nun, aus, jetzt weiß ich überhaupt nicht, VCC4, was,
Outreach, das war das Wort, was ich suchte. Also mal gucken, wie man das an die Leute auch bringt, aber auch in Brüssel gucken, ob wir da noch mehr Geld bekommen und alles, was damit zu tun hat. Wir hatten 4 davon. Wir werden sehen, dass in Zukunft die Working Groups immer wichtiger werden und die VCCs wenig wichtiger. Die werden mehr so das Koordinierende haben. Es sind die Working Groups, die wichtig sind. Ich habe sie hier hingeschrieben. Ich weiß nicht, ob Sie das so lesen können. Aber gucken Sie mal ganz ruhig da durch. Text und Data Analytics, Meta Registry. Also alles, was es so ein bisschen gibt für die Digital Humanities, was interessant sein könnte. Die Frage an Sie ist eigentlich, machen Sie einfach mit. Gucken Sie mal auf die Daria Wiki und gucken Sie mal, ob da was drin ist, was für Sie auch wichtig sein könnte. Das sind die Mitgliederländer. Und wir haben eigentlich noch 3 Aspirant-Mitglieder. Ich glaube, Portugal war vorige Woche oder 2 Wochen her das letzte Mitglied, das dabei kam. Es gibt ein Netzwerk von gemeinsamen Diensten oder Projekten. Die ganz bekannten sind vielleicht die Oberste, die Ariadne, Sendari und Eri. Das sind so Projekte, die unter die Flügel von Daria arbeiten, aber die auch in die Richtung von ein ERIC gehen. Also wieder so eine Zusammenarbeit auf internationaler Ebene. Also was ist nun unser Ziel als Daria EU? Das ganz Allgemeine ist natürlich, wir unterstützen die digitalen Geisteswissenschaften. Und unser Ziel, das gibt natürlich mehrere, aber ich würde sagen, Nachhaltigkeit ist ein Ziel, das man auf einer Ebene, auch auf europäischer Ebene haben muss. Und Innovation in der digitalen Dienste und Methoden für Kunst- und Geisteswissenschaftler. Wir könnten sagen, dass das Unterstützen von und Forschungsgemeinschaften und Arbeitsgruppen, dass das eigentlich sehr wichtig ist. Daria von Forscher für Forscher. Die Infrastruktur besteht aus der forschenden Gemeinschaft, Daten und Hardware. Also das ist auch wichtig. Eine Infrastruktur, vielleicht ist es nicht ganz wahr, aber in den Naturwissenschaften ist eine Infrastruktur meistens doch Maschinen. Für die Sternwissenschaften ein ganz großes, wie heißt das? Teleskop. Und in Digital Humanities ist die forschende Gemeinschaft selber auch ein Teil von der Infrastruktur, weil die forschende Gemeinschaft selber ihre eigenen Tools hat. Und wir müssen nicht denken, dass wir ein Tool machen können auf diese Ebene, die von allen Geisteswissenschaftlern gebraucht werden kann. Das wird es nicht geben. Und auch die Daten, die verschiedenen Daten, was ich dann ein bisschen selber weiß, von Hebräisch, da gibt es Daten, die werden dann irgendwo in Amsterdam gemacht, aber jetzt gibt es Möglichkeit, die Daten zu erreichen. Und auch die erreichten Daten sind wieder Teil von der ganzen Infrastruktur und natürlich auch der Hardware. Infrastruktur würde etwas sein wie eine Vielfalt von gemeinsamen Diensten. Und Austausch heißt und für alle, und das, da kommt wieder das Open, das Offensein für sowohl Forscher als auch für die breite Öffentlichkeit. Also was wird das Angebot sein auf diesen Moment oder jedenfalls in die Zukunft? Access, Zugang, Expertise,
Interoperabilität, Speicherdienste, Dienste und Software, Training, Sommerschulen, Tagung, Koordination und vielleicht gibt es noch viel mehr. Das ist, was das ganz große DARIA-Angebot ist. Das ist nicht, was DARIA EU macht. Das ist, was DARIA EU auch sammelt von unten, von oder von oben, von anderen Ländern, die mitmachen. Ich würde ganz gerne zwei Dienste hier präsentieren. Ganz kurz eine im Raum von der Geschichte. Das Projekt ERI, European Holocaust Research Infrastructure. Da gibt es, das Ziel ist eigentlich, neue digitale Methoden zu schaffen in die Holocaust-Forschung. Da gibt es verschiedene Quellen, die digital online zusammensetzen, neue Formen der internationalen Zusammenarbeit anspornen, transnational und vergleichende Geschichtsschreibung vertiefen. Sie müssen sich das vorstellen, und das ist auch etwas, was im Geisteswissenschaft, auch digitalen Geisteswissenschaft noch immer der Fall ist. Nicht alles ist digital. Also das Nicht-Digitale ist, also wenn Sie ganz gerne Geld für etwas anfragen, in Holland ist es ganz schwierig, wenn nicht unmöglich, noch Geld zu kriegen, um etwas, was analog ist, umzusetzen nach digital. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber wird auch schwierig sein, weil man da einen Fehler im Kopf hat, dass digitales Humanities nur was an diesem Moment digital ist. Und das ist gerade nicht so. Sie sehen hier ganz viel Analoges. Aber können wir das nutzen? Ich weiß nicht, was hier von alles digitalisiert ist, aber das Digitalisieren von Quellen ist ganz wichtig. Und wenn wir zum Beispiel dieses Beispiel in Holocaust-Forschung haben, da gibt es ganz viele Archive, auch in Griechenland und in Osteuropa, die haben überhaupt nichts digitalisiert. Und was noch da ist, ist alt, wird immer schlechter und wird einen Moment geben, dass es auch nicht mehr zugänglich ist, auch nicht für Forscher, die noch analog forschen. Und es ist wichtig, gerade das analog-digital, um da gut über nachzudenken, was auch DARIA hiermit tun kann. Archäologie. Ariadne, ein ganz schönes Projekt, das eigentlich das Integrieren von verschiedenen schon vorhandenen Forschungsinfrastrukturen Europa und weltweit den Zugang zu Daten zu ermöglichen. Es gibt Daten, die liegen in Holland oder in Deutschland oder in Italien, und es wäre doch so schön, dass man überall bei diesen Daten auch ohne Probleme, ohne anzurufen oder Mails zu schicken und auch nochmal mit Einlog-Code dazu dabei zu kommen. Auch neue Forschungsgruppen fördern ist auch ein Teil von Ariadne, und neue Entwicklungen und Richtungen in die Archäologie anstoßen. Das ist das Schöne von Digital Humanities. Das gibt neben den Open Data, Open Methods, es gibt dann auch noch neue Methoden. Und das ist nicht etwas, was DARIA macht, aber das ist etwas, was DARIA oder Ariadne hier ermöglicht. Dieses Projekt Humanities at Scale ist eigentlich nur für Sie, damit Sie wissen, was wir die ersten zwei Jahre jetzt machen in DARIA EU. Wir haben nämlich ein eigenes Projekt für zwei Jahre. Und da wollen wir versuchen, um die Einbettung von der DARIA-Kenndiensten mal richtig ein bisschen weiter zu helfen, ein Netzwerk von DARIA-Botschaften aufzubauen, natürlich auch mehrtägige Sommer- und Winterschulen leiten und vorbildliche Infrastrukturen, Richtlinien entwerfen und umsetzen und auch den Austausch von Experten Open Data und Open Methods unterstützen. Komme ich jetzt bei Nummer 3, die Beziehung DARIA.de und DARIA.eu. Also das war für mich noch die meist positive. Ich meine, die Fischen wollen gerne, das sieht man. Die wollen gerne zusammenkommen, aber sie sitzen noch in zwei verschiedenen Gläser.
Ich hatte auch eine von einem Ehepaar, die dann so jeder bei seiner Tür steht und dann noch gerade ein kleines Küchchen dazwischen. Aber wir müssen das zugeben, dass die Entwicklung auf europäischer Ebene und auf Länderebene unterschiedlich sind. In der EU wird investiert, aber nicht die großen Summen, die zusammen auf die Länderebene gehen. Und die Länder, wenn die Geld bekommen, Daria.de oder in Holland Claria, das ist dann zusammen mit Daria, dann bekommen sie auch ganz große Summen und dann wollen sie auch weitergehen. Und dann kommen auch Menschen dazu, die noch nicht viel von Daria.eu wissen und die haben auch ihre eigene Idee. Und das könnte sein, dass die Entwicklung ein bisschen nach rechts geht oder nach links geht. Und es wird schwierig sein, um alles zusammenzuholen. Nicht, dass es in einer großen Organisation muss, aber damit wir auch, was wir auf europäischer Ebene tun, auch Sie auf deutscher Ebene, dass das doch miteinander zu machen hat und das, was wir machen in Holland oder in Deutschland, auch nützlich ist für Italien oder Griechenland oder für wen dann auch. Diese war auf ein Mac gemacht und hat die Übersetzung zum Windows nicht geschafft. Ähnelt. Was ich hier sagen will, ist, dass wir wirklich was zusammen haben. Was wir zusammen haben, ist, dass als wir anfingen, war Daria.de die erste Daria-Infrastruktur auf Länderebene. Und die hat ganz gut geguckt, was wir da auf europäische Ebene gemacht haben. Die haben eigentlich die vier VCCs, sag mal, ein bisschen kopiert und damit sind sie dann weitergegangen. Und von unserer Seite haben wir das natürlich, das war immer unser Beispiel. Als ich irgendwo hinging, konnte ich immer sagen, guck mal, so haben sie das in Deutschland gemacht und das ist ein Beispiel für andere Länder. Wir haben das auch in Holland so gemacht und das hat geholfen. Wir hatten jetzt auch seit voriges Jahr haben wir auch für 5 Jahre eine ganz große Unterstützung bekommen. Also wir haben was zusammen miteinander. Und hier steht auch mehr als was wir jetzt sehen. Aber das Wichtigste ist, dass auch, dass man schon auf diesem Moment sehen kann, dass wir haben 8 VCC-Heads und 2 davon kommen aus Deutschland. Wir haben 17 Arbeitsgruppen und in 10 davon sind Deutsche betätigt. Und 2 der 3 Daria-EU-Büros sind in Deutschland. Also Deutschland und Daria-EU, die haben auch wirklich was miteinander. Und das ist die Frage von, wollen wir weiter zusammenarbeiten? Ich hoffe es ganz gerne. Und dass wir die Verbindung zwischen Daria und EU und Daria.de immer suchen und auch verwerten. Und ich denke, dass Nachhaltigkeit, Sustainability ist ein Stichwort. Da brauchen wir uns. Guck mal, diese hat es geschafft. Ich würde gerne einen Blick auf eine Zukunft der Nachhaltigkeit geben und halte da den Text von, was ich da am Anfang auch hatte, das will ich doch noch einmal sehen lassen. Es wird über Disziplin hinaus geforscht und auch über nationale Grenzen. Durch diese Vielfalt kommt eine neue Strukturierung hinein. Das war vorher eigentlich nicht möglich. Das ist eigentlich auch das Letzte, was ich sagen will. Daria ist eine Infrastruktur. Und manchmal müssen die Schienen zusammenlaufen. Nicht, dass eine der Schienen das Wichtigste ist, aber manchmal kann man nur mit einer Schiene ein Stückchen weiter und danach können wir wieder auseinander. Aber das hilft wirklich eine Infrastruktur. Das war's. Herzlichen Dank.